Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu unserer Daily Dosis Arkham Voucher mit unserem Alderle. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich habe drei Themen auf der Agenda, meine Lieben. Zum einen brauchen wir einen schweren Fleischfresser für die Landspaziergänge, wenn wir Leder- und Chitinfarm gehen. Dann möchte ich auf jeden Fall die Grundfläche vom Turm aufsetzen. Wir brauchen sehr, sehr viel Platz für die Werkstätten. Und dann haben wir hier noch den dritten Punkt. Ich schaue gerade mal kurz mit der Pfeilspitze hin. Da ist noch eine weiße Fläche, so im Südosten. Da möchte ich so ein bisschen abfliegen, vielleicht heute mit dem Crystal Drake, wenn wir die Foundations aufgebaut haben. Ich bin jetzt auch gerade hier dabei, noch ein ganz kleines bisschen Material zu holen mit dem Guten hier. Wir gucken mal, dass wir zurückkommen. Es ist 3.49 Uhr. Das wird wahrscheinlich knapp, weil ich habe nämlich tatsächlich noch nie gesehen, wie cool die Crystal Viper nachts aussehen. Vielleicht schaffen wir das heute Nacht. Dann gucken wir es uns kurz zusammen an. Ich habe es vorhin schon gesehen, als ich losgezogen bin. Stein holen. Ich habe jetzt 3x-Foundations gemacht und 4x-Foundations. Dann können wir heute mal so ein bisschen ausloten, wo der Turm überhaupt hinkommen soll. Jetzt hast du aber nicht gerade einen gemacht, das kracht hier. Guck mal, wie schön die leuchten nachts. Ihr wisst das bestimmt schon, mir ist es tatsächlich jetzt erst aufgefallen, als ich mir mal hier so... Ich war am Rumkruscheln und denke, was ist denn da so hell? Ich habe es gar nicht richtig geschnallt gleich. Guckt euch das mal an, wie schön die sind. Und da ist mir wieder eingefallen, wir hatten vor einigen Folgen mal eine Begegnung mit einer Tropical Viper in der Wüste. Und die war über Level 200. Die sollte man irgendwann versuchen zu kriegen. Wunderschön, oder? Wunderschön. Alterle. Absolutes Träumchen. So, ich habe auf jeden Fall ein bisschen Holz. Ich habe Stroh besorgt. Die Tiere sind noch voll damit. Teilweise habe ich schon hinten eingelagert. Wir holen jetzt Material und loten den Turm aus. Das machen wir mit dem Agi. Ich habe einen ganz kleinen Stützpfeiler aufgesetzt, damit der Agi die Chance hat. Halte mal. Egal, gib mir mal meine Fackel zurück. Gib mir meine Fackel zurück. Da habe ich aber nicht viel geholt jetzt, ne? Da habe ich aber nicht viel geholt jetzt. Ja, ich wollte zurück. Ich wollte euch das Dings zeigen. Entfernen, aussehen. Du kriegst den Sattel und ich kriege wieder meine Fackel. Und dann sind wir beide zufrieden. Ist das so? Wenn das so ist, dann passt. Alles klar. So, pass auf. Hier habe ich so einen kleinen Aufbau hingemacht. Außen an die Werkstatt, so ein Agi-Landeplatz. Damit ich die Foundations überhaupt transportieren kann, weil die sind nämlich rotzschwer. So, und dann lande ich hier zukünftig einfach. Ah ja, und unten die dritte X-Blume habe ich auch noch aufgebaut, ne? Damit wir da mal einen Haken dran haben. Jetzt muss ich gucken. Hier ist tatsächlich leicht versetzt. Ich überlege, ob ich sie irgendwann abbaue. Das habe ich nicht gleich gesehen. Vielleicht lasse ich es aber auch so. Ist ja ein Landeplatz. Ne? Jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich denn das Zeug drin. Hier ist der Lehm. Da müssen wir auch mal irgendwann ran. Hier sind sie, meine Lieben. Ich nehme jetzt erstmal ein paar mit. 41 hiervon. Und 18 ist ein bisschen wenig. 18 ist ein bisschen wenig. Ich weiß nur nicht genau, wie viel wir brauchen werden. Ich mache mal die Vierecke vorne auf die 1. Die Dreiecke mache ich hier drauf. Und ich möchte was probieren mit der Wendeltreppe. Mit der Wendlertreppe, verstehe ich. Haben wir die schon? Hier ist sie bei 46. Gibt es die in der S-Plus-Version? Jedes Mal frage ich mich das, wenn ich die probiere. Und allzu viel habe ich mit denen noch gar nicht gemacht. Aber es wäre doch toll, wenn wir... Hier sind sie. Metal Staircase. Das ist aber die Metallwendeltreppe. Ich will die aus Stein, wenn es die gibt. Und die sollten wir... Und oh Gott, Greenhouse ist schon frei. Wir haben so viel Zeug, wir haben so viele Möglichkeiten. Brauerei können wir uns wieder irgendwo andenken. Wahnsinn. Weil wir haben jetzt feste Ziele gehabt auf dem Weg dahin. Ich habe nicht mal die Gile-Rüstung gebaut. Die Flak-Rüstung müsste mittlerweile frei sein. Also wir können unheimlich viel anstellen. Und Punkte haben wir ja auch noch, wie man hier oben sieht. Ne? Hier ist sie. Treppe aus Stein. Die hätte ich gerne. Stone Staircase. Ich will nur mal ganz kurz... Mit der probieren dann von der Mitte aus, ob man uns vielleicht, je nachdem, ich muss ja schauen, wie die Turmgröße wird, weißt du? Die müsste bei Strukturen Stein jetzt drin sein, richtig? Ich kann sie hier nirgends entdecken. Das liegt aber daran, dass die... Staircase hier ist. Ich weiß nicht, wo sie eingelagert ist. Ich weiß nur, dass die Bots teuer ist. Ich brauche mal auf jeden Fall zum Testen, würde ich mal sagen, 6 Elemente davon. Hau ich die noch kurz durch. Lieber Agi, du kannst mich ja tragen, oder? Wenn ich überladen bin. Ich kann dir mal die Hälfte hier rüberschucken. Ja? Weil du bist ein Guter. Oh, und mein Chibile muss ich wieder an den Mann nehmen hier. My Fionia Babe. So. Irgendwann gebe ich dir einen Namen. Ja, aber jetzt heute nicht. Heute ein Stück. So, komm, jetzt jumpen kurz runter, bis es fertig ist. Dann zeige ich euch noch eben, dass die dritte Blume dann soweit ist bald. Da steht noch der Biber rum, der duscht. Der kam vom Holzfarben zurück.
So, und ich muss die Dungbeetle eigentlich wieder befüllen, denn die produzieren mir im Moment kein Öl. Hier, ne? Blume Nummer 3, auch hier wieder alles unsichtbar gemacht. Wir haben jetzt hier 3 Schusspflanzen. Falls jetzt jemals irgendwann hier ein böser Rex stehen würde, dann ist er normal in der Range dann von 3 Pflanzen. Würde bedeuten, dass er so um die 200 plus Schaden kriegt in der Sekunde. Vielleicht fahre ich, aber wir können ja mal irgendwann mit Magi irgendwas herfliegen. Vielleicht so ein Saber oder so irgendwas. Und das mal testen. So, im Moment ist man es aber nicht nach testen, sondern tatsächlich nach. Soll ich die Dungbeetle? Das mache ich später. Was ich denen schon Code reingehauen habe, ist der Wahnsinn. Lumlilümchen. Ja, ich will heute das unbedingt ausmessen, dass ich so ein ganz kleines Gefühl mal dafür bekomme, welche Größenordnung. Und wenn wir das ausgemessen haben, dann kann ich das Foundation-Zeugs aufbauen die Tage. Und dann fliegen wir da hinten die Karte frei und schauen, ob wir da einen Spinno finden. Ein 150er Spinno wäre Geschichte, oder? Seid ihr da? Seid ihr da, meine Lieben? So, pass mal auf. Die Treppen haben wir jetzt hier. Die kriegt aber der Agi, weil die kann ich nicht gleich verbauen. So, Süßer. Dann fliegen wir mal hin, da schön. Beziehungsweise erstmal in die Luft. Erstmal hoch in die Luft. Alter, du kannst was essen in der Zeit. So, pass auf. Wichtig ist natürlich für mich, wie messe ich den Turm ab? Hier oben spielt zwar das Leben, aber wir haben ja den Fluss so als, ja, würde ich mal sagen, als Ankommen-Autobahn. Das heißt, wir sollten gucken, weil da kommt ja noch später eine Brücke hin zum Savannenstrand und hier soll ein Fahrstuhl hinkommen und zwar an diese Felsplattform, damit es dann nachher praktisch Sicht, die Sichtfläche vom Turm sollte normalerweise meiner Meinung nach dann von hier ausgehen. Jetzt haben wir nur das Problem, lieber Agi. Ja doch, das geht schon mit deinen Wings. Das heißt, ich baue hier den Fahrstuhl runter. Dann hätten wir hier die erste Gerade, die ich anzeichnen muss. Da baue ich den Fahrstuhl runter. Dieser kleine Naturausläufer wird uns in irgendeiner Form noch Spaß bringen. Dann machen wir das mal so. Und dann würde ich sagen, machen wir hier die erste Gerade zum Abmessen. So, ich fliege nochmal hoch. Ich muss das jetzt in irgendeiner Form ausloten. Wird auf jeden Fall wieder ein Turm mit 1, 2, 3, 4, mit 6 Ecken, ne? So, jetzt muss ich mal gucken, ist das von der Fläche her soweit gut? Ja, ein bisschen hätte es eigentlich noch gerader gehört. Und wenn der Turm dann da steht, dann haben wir da hinten den schönen Aufgang ins Innenbereich. Dann wäre die Mitte von meinem Turm... ich muss nochmal gerade anfliegen. Hier. Und dann kann aber sein, dass der zu groß wird. Ungefähr hier. So. Wo ist denn eigentlich unser Stumpen? Das ist erstumpen und erlogen. Komm mal kurz mit, Süßer. Mit dir habe ich doch die bessere Möglichkeit, hier Gas zu geben. Ja, Stückle, du weißt genau, wann deine Zeit ist, gell? So, kurzer Wechsel. Schamdi-ludli-dum. Aber ich muss dann alles rüberschmeißen. Das Stumpen packt es nämlich sonst nicht. Diggerle, jetzt wäre es der Moment, wo wir zwei einmal in die Lüfte scouten. Du nicht. Hast du wieder was gekriegt? Was gebe ich denn dir vom Aussauer? Hast du Leder noch? Ich habe vorhin nämlich Leder gesucht. Wo haben wir den Sattel schon wieder her? Sarko-Sattel war das. So. Nee. Das ist nicht die Mitte, wie ich sie wollte. Die Mitte. Ich mache das jetzt natürlich. Es muss ja nicht zu Superkerzen gerade sein. Das Umland spielt ja nachher eine wichtige Rolle. Da hinten will ich auf jeden Fall hochkommen. Doch, das passt schon so. Vielleicht eine Ecke weiter rein und eins rechts. Eine Ecke weiter rein und eins rechts. Ich weiß, wie ich es machen will. So, Mäusle, gib mir mal meine Teile hier zurück. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ah, ich habe nicht alle mitgenommen. Oder? So, das war klar. Das war klar. Der Papa ist schwer. Hälfte, Hälfte. Danke. So, jetzt hoffe ich, dass ich das hinkriege, ohne dass der hier snappt. Setze ich nochmal hin. So. Stumbi. Stumbi. Geht nicht. Stumbi ist das nicht im Stumbi-Setting. Hier würde ich sagen. So, wir sollten aber nochmal ganz kurz... Ja, das passt jetzt schon so. Jetzt zeichnen wir mal an, wenn es ganz, ganz übel wird, was ich nicht glaube, dann werde ich es nochmal neu machen, ne? Wir nehmen uns aber heute die Zeit. Ich will das unbedingt wissen. So. Ja, das wird schon hinhauen. Und da ist es dann tatsächlich ein bisschen krummer.
Ich muss gucken nochmal, Leute. Ich kann es so nicht lassen. Ich habe absolut noch kein Gefühl dafür. So. Weil das machst du ja nur einmal, ne? Das außenrum bauen danach, da geht es bloß noch um Material. So, hier rüber. Ich freue mich jetzt auf die Ecke, die wir noch nicht gesehen haben. Ich habe das Gefühl, da werden wir unsere Spinulle finden. Da müssen wir allerdings die Dinger holen, ne? Ne, das passt schon. Das passt schon. Das hier ist ein bisschen krumm. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich nehme an, die grüne Fläche, die ihr hier seht, bevor sie an Stein grenzt, das wird so die Größe vom Turm werden ungefähr. Wir brauchen auf jeden Fall 2,5 auf 2,5 allein für die Schmelzen innen. Dann möchte ich um den Turm rum ein bisschen Laufweg noch haben, dass es nicht so gepresst wirkt. Und im Turm müssen wir natürlich auch mit platzen so. Ich würde sagen, wir bauen das jetzt hier einfach mal. So, die altbekannte Rundbauweise. Erzähl keinen Scheiße, Rundbauweise. So. Ich habe ja ein paar Elemente gebaut, also so ein kleines bisschen was. Bin ich gerade da schon? Ich dachte, da liegt ein Bollen. Das bist ja du. Ich dachte gerade, was ist das für ein runzliger Bollen, was der Agi da rausgespuckt hat. Wie die Eule. Nur runzliger, aber viel süßer. So, aber hier weiter die Ecken dran. Ja, und jetzt sind wir natürlich auch schon im Metallzeitalter. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht, wie ich es angedacht habe, patchworkmäßig den Turm bauen, sondern tatsächlich aus Metall. Foundation werden aus Stein gemacht. Und dann bringen wir zwischendrin vielleicht noch ein bisschen Glas mit rein. Ist ja doch das Hauptlager dann später, weißt du? So, das war die Geschichte. Lieber Freund, vielleicht kann ich ja in der Mitte den Teleporter hier aufsetzen. Wenn es groß genug wird, könnte das eventuell was werden. Müssen wir mal gucken. Gib mir mal das rüber. Oder ich baue den Teleporter. Hm. Weil ich will ja auch mit den Tieren. Ja, müssen wir anders machen. Ich habe erst gedacht, ich baue ihn oben irgendwo hin. Es sei denn, wir bringen da eine Fahrschulgeschichte rein, aber... So, das war, glaube ich, die Geschichte. Dann machen wir mal hier noch überall am Eck hin dran. Ich muss ja gucken, wie weit ich dahinter komme. Ich darf nicht zu nah an unsere Strohhütte kommen im Turm. War es das? Ne, da ist nochmal eine. Und schon nochmal eine gewisse Fläche, oder? Gezaubert. Genau. Das war nix. Das war ich. Aber Alterle, dass das nichts war, gell? Nimm den wieder raus. So, hier kommen wieder die viereckigen dran. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken, wie wir von der Größe her sind. Einmal Innenabmaße, einmal Sichtmaß. Innenabmaß deswegen, weil... Jetzt geht's los. Arg merkt schon, dass hier wieder was im Gange ist. Pickup Structures. Ich danke dir. Arg. Versau mal jetzt hier an das Bauen auch noch, wenn du schon die ganze Zeit die Dungbeetles tötest. Ich bin lieber ruhig. Ey, das war, glaube ich, ein Level 200 plus Wyvern, den wir gesehen haben. Den sollten wir uns echt holen. Ich weiß nur nicht mehr, welches Geschlecht. Vielleicht wäre das sogar das Gegenstück von unserem. Alter, dann würden wir richtig... Muss ich aber wieder Primal-Kristalle holen, gell? Ich habe die mal reingemacht in den Drachen. Da heben die länger übrigens. Falls es einer noch nicht weiß. Aber das wisst ihr bestimmt schon. Jetzt will ich mal ganz kurz was testen, bevor wir jetzt hier was machen, was ich vielleicht bereue. Pass mal auf, die Zweier, die kommen ja immer hier dran. Dann verbaue ich mal, was ich noch im Deschel habe. Okay, da habe ich tatsächlich nur ein Dreieck bis jetzt. Da käme dann nochmal eins hin. Das war's schon. Ich muss Dreiecke holen, ne? So, was passiert denn, wenn ich jetzt die Treppe hier hinsnappen will? Vielleicht kann ich ja... Aber das habe ich noch nie probiert, ob die bei den dreieckigen Eckaufbauten, die ich immer mache... So. Wie viel Platz nimmt denn die weg? Tu mir mal einen Gefallen, Agile. Lass uns mal. Die passt genau da rein, gell? Guck mal. Die passt so ziemlich genau hier rein. Ey, lass uns mal ganz kurz spaßhalber. Vielleicht baue ich ja den Turm doch aus Stein. Ach Gott, ist das bis jetzt winzig? Ich dachte, wir haben schon viel mehr hingeballert. Ey, da können wir noch Material holen. Alter, jetzt will ich was probieren, weil... Ich muss es probieren. Ich brauche geschwind ein paar Walls. Die Frage ist doch aber... Ich baue sie aus Stein, die Walls. Wir machen Steinmetall. Und Glas eher weniger hier in dem Turm, glaube ich. Das machen wir. Ich brauche auf jeden Fall hiervon noch welche. Die brauche ich noch. Die gebe ich dir schon mal rüber. Ja, nimmst du die? Ja, natürlich. Schmeiß mir sie rüber. Jetzt hast du was falsch gemacht. Muss näher an den Agi. Also, lieber Agi, nochmal. Die Hälfte davon, die Hälfte davon, die gebe ich dir, weil du bist das Obertier. So, der hat jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Jetzt pass auf, wenn wir das aus Stein machen, brauche ich Steinwalls. Da könnten wir aber auch davon welche mitnehmen.
Und eine Handvoll Wall mache ich mir kurz. Weil ich brauche die Walls. Machen wir mal 6 Stück, das müsste eigentlich reichen. So, 290 wie er und ich. 147. Alter Schwede, ist es winzig. Ich dachte, wir haben da schon viel größere Fläche rausgeschafft. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir... Wir fliegen jetzt gleich die Stellen da hinten ab, die weißen. Wenn wir ein Spinno finden, machen wir eine Markierung, gedanklich. Fliegen dann unten der Küste, die Küste entlang zum Teleporter West. Bauen den Käfig ab, aber vorher holen wir uns nochmal Schuppen da unten. Und dann nehmen wir die Box mit und holen den 200er Wifern. Dass wir den haben, bevor der weg ist irgendwann. Wenn er nicht sogar schon weg ist. Weil das ist ja, ich wusste gar nicht, die haben wahrscheinlich halt höheres Level, ne? Es war aber schon immer so. So, Schmatzel, rüber. Ich will ganz kurz was testen. Ich möchte gerne was testen. Ich möchte gerne was testen. Das wird wahrscheinlich nichts. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil im Moment sieht es ja so aus, als wäre das tatsächlich die Gesamtfläche von dem Ding. Wenn das rausguckt, wäre es blöd. Wenn ich dann hier... Machen wir mal eine doppelte rein, bitte. Ich will das einmal angeguckt haben. So, und jetzt machen wir einfach mal hier... das Ding zu. Hier wird es wahrscheinlich, hier kommt es raus. Aber nur minimal, Leute. Ey, aber nur minimal. Das fällt ja gar nicht auf. Oh, ist das cool. Ja, das wird der Aufgang zur oberen Ebene. Das mache ich so. Eigentlich wollte ich erst den Teleporter hier hinsetzen. Wir können aber das vielleicht auch so machen, dass der Teleporter hier sitzt, weil die großen Schmelzen, die sollen auf so einer Halbstockwerkebene sitzen, dass wir da außenrum uns einen Laufweg basteln und auf der Halbebene anfangen, nach oben zu gehen. Das können wir auch machen. Für mich ganz wichtig war jetzt einfach mal zu sehen, ob das geht. Ja, mal einen wunderschönen Aufgang. So, lieber Agi, 2 Meter fortlaufen. Ich baue noch ein paar Foundations hin. Ich will das jetzt schon wissen. Und dann fliegen wir los, meine Lieben. Also das kann ich jetzt rüber machen. Das haben wir getestet. Das läuft. Dann mache ich hier 50 und hier 43. Und wenn ich dann nur laufen kann, wäre es eine Geschichte gewesen. Es ist aber leider keine Geschichte geworden. Jetzt pass auf, wir brauchen hier auf jeden Fall Dreiecke mehr. Also ich kann dich ja jetzt vorbereiten. Tiere haben wir, die das Zeug farmen. Die Materialien sind nicht wirklich teuer. Du musst sie nur besorgen. Und dann kriegen wir das alles wunderdön hin. So wie ich mir das immer träumte. Der ist irgendwo reingesnappt. Den wirst du nie wiedersehen, Digga. So, jetzt machen wir mal die Ebene zu. Hey, wir brauchen noch mindestens 3-4 Lagen. Ich hole aber allerdings hier drin wieder welche raus. Ja, ich will auch ein bisschen Naturboden innen drin haben. Dafür muss es aber eine gewisse Größe kriegen, dass das was ausschaut. Problem ist halt, ja. Wenn es einmal anfängt mit Durcheinander kommen, dann ist es vorbei. Jetzt hör auf zu grasen und schnapp dir die Foundations weg. Die Galle. Genau, die hier. Die sind schon verbaut wieder. Ist der Wahnsinn, wie schnell es geht. Dann hier 2 dran. Wie weit ist jemand von der Hütte noch weg? Weit genug, gell? Ah ja, das läuft. Und da sollen auch seitliche Ausläufer-Dinger hinkommen. So kleine, also für die Küche möchte ich ein Ausläufergebäude. Und für den Schredder habe ich mir überlegt. So, die nimmst du und die nimmst du. Die Hoffnung wäre, dass ich noch laufen kann. Kann ich. Also, auch. Jetzt versetzen wir die mal komplett hin und dann gucken wir mal die Größenordnung an, die wir heute geschafft haben. Und ich werde wahrscheinlich, je nachdem, wie wir jetzt heute das mit der... Kann sein, wenn wir zähmen gehen, direkt nach der Folge, dann mache ich es übermorgen. Ansonsten bringe ich es morgen mit, Grundfläche. Hier machen wir mal weiter hin, bis wir keine mehr haben. Vielleicht ein bisschen verzettelt, dass nicht überall dieselben sind. Machen wir nur so, dass man die Größenordnung ein bisschen erkennt gleich. Hier noch ein paar hin. So, was fehlt hier? Viereckle. Ein Viereckchen vor dem Herrn. Hier kommt auch Viereckchen. Hier und hier. Da machen wir dann hier noch einen Kranz hin. Ey, guck dir mal das an. Das waren über 120 Teile pro, ne? Schon haben wir sie weg. Am schönsten finde ich, dass der Aufgang in der Mitte funzt. Den mache ich aber auf die halbe Ebene. Werdet ihr das sehen, das sieht bestimmt besser aus.
So, dann wissen wir zumindest mal, von was ich die ganze Zeit rede, wenn wir die Größe hier haben. Ein bisschen weit weg bin ich noch vom Dings. Das ist jetzt, es ist noch nicht viel. Das, was ich jetzt hier hingebaut habe, wird wahrscheinlich der Inner Circle. Können wir fliegen, ist das mal kurz ran. Ja, doch, der kommt. Allerdings sitzt der ziemlich weit hier drin. Kann sein, dass ich hier, wo der Fahrstuhl ist, eine beleuchtete Laufgeschichte hinbaue dazu. Darüber zu es mit Anglergel und Fackeln. Ja, also jetzt das, was ich gebaut habe, ist ein Witz gegen das, was da hin muss. Das wird etwa, das, was jetzt aus Stein ist, Leute, wird später der Naturboden sein innen drin. Und da außen kommen so vier Lagen und dann wird der Turm hochgezogen. Gut. Mehr ist heute nicht drin, dann machen wir jetzt aber den Ausflug mit unserem Wi-Fi, je nachdem, wie viel Kilo die tragen können. Das lasse ich einfach mal so stehen, das kann auf mich wirken. Und ich werde wahrscheinlich, ich überlege gerade, vielleicht baue ich ja den Turm, wenn der noch drei Lagen hat, dann nimmt er die Fläche. Ne, das passt schon so. Das passt schon so. So Stumbus kommt zur Base zurück. Ja, du machst es. Mäusle mal dahin guckt. Du bist jetzt mein Bau- und Transport-AG, das heißt, du kriegst alles, was ich jetzt nicht mitnehme. Was jetzt leider nur das da wäre. Und da du der Transporti bist, ja, spreize deine Wings. Größter und stärkster Wyvern ist er hier. Wir gucken mal kurz. Kilotechnisch, der hat halt nicht viel Kilo. Ich will den auch nicht auf Kilo machen, dann werde ich einen AG mitnehmen. Dann scouten wir das mit dem AG, weil ich ja die Box abbauen will, ne? Also dann machen wir es so rum. Ich bringe das kurz weg. So, meine Lieben. Jetzt haben wir angefangen mit der Turmgrundfläche. Da baue ich jetzt auf jeden Fall weiter die Tage, dass wir da mal ein bisschen was erreichen. Hier, das kommt rüber, das kommt rüber. Dann würde ich kurz die Werkzeuge wieder unten draufballern. Das nehmen wir mal mit zur Sicherheit. Der zweite Chibi kann eigentlich hier bleiben. Jetzt weiß ich ja, für was ich die Kiste habe. Demnächst lade ich vielleicht die anderen Chibis von Genesis runter, oder? Hab ich schon überlegt. Weil die haben wir uns ja da geholt. Und wir hatten ja gesagt, dass wir uns erlauben wollen, alles rüberzuholen, was wir da hatten. Ne? Dass ich da manche Themen nicht 20.000 Mal mache. Wobei ja manche Themen 1.000 Mal Spaß machen. Das kommt immer drauf an, so ganz krass. So, meine Lieben. Großteil haben wir jetzt gemacht. Jetzt habe ich schon mal einen Anfang. Das ist ganz wichtig. 10 Darts hatte ich auch. Wo sind die? Die sehe ich hier nirgends. Wo habe ich jetzt schon wieder. Kurzer Moment mal. Wir hatten noch 10 Darts. Da unten zeigt es auch an, als wären angeblich 49 Stück drauf, ne? Ah, das sind die Pfeile, Mist. Du hast sie nicht. Du hast die Kettensäge. Die könnte ich mitnehmen, falls ich jetzt dann in die Wüste noch irgendwie komme. Passt. Gib mir auch mal das Benzin noch mit Stück. Dankeschön. Hast du irgendwas dabei? Nö. Hier sind sie. Ich habe sie nur nicht gesehen wieder. So, das war's. Dann fliegen wir jetzt noch ein paar Meter da aufs Neuland zu, würde ich sagen, mit dem AG. Wie gesagt, Transportbox abbauen, vorher noch ein paar Primal-Kristalle gefarmt. Würde ich sagen, du kriegst auf jeden Fall hier nochmal, bis du bei 10 bist. Die habe ich jetzt schon hinten drauf sehen können, das ist gut. Auf geht's. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir uns tatsächlich hinten die. Oh ja, das sieht schon gut aus. Aus Stumpen, das war so nicht geplant, Digga. Komm her, bleib du, bewach du mal hier die Dings. Eigentümer, ja, ist klar, aber wegfliegen möchte ich allein, danke. So, ich will doch nochmal gucken. Ja, das wird die Grundfläche und das geht dann ungefähr bis zu dem rechten grünen Kreis, da ungefähr entlang. Dann hauen wir hier einen schönen Weg vor. Und da können wir ja links und rechts außerhalb vom Turm auch noch Sachen machen. Und wenn man nur Bäume pflanzen oder so mit der Eco-Mod. Guck mal, das Schweinegesicht hat er wieder auf. Ja, servus, grüß euch. Schön, dass ihr da seid. Herrlich, herrlich. Können wir das jeden Tag angucken. So, meine Lieben, ein Kristall despawnt jetzt gleich. Dann haben wir 44 Minuten Zeit. Drei Kristalle bleiben uns erhalten und wir werden aber neue brauchen, ne? Und der Agi ist langsam auch schon richtig fit. Schlüttle Wasser und dann geht's ab. Jetzt müssten wir eigentlich schon im Neuland sein. Gleich. Ja, so ungefähr. Teil von der Wüste. Ich würde einen ganz kleinen Minischnitt machen, bis wir beim Obelisk sind und dann gucken wir mal, was da unten so alles für uns parat liegt. Bis gleich.
Ist einfach eine herrliche Ansicht. Ich bin immer noch total begeistert, dass dieser Obelisk zugewachsen ist von diesen roten Bäumen hier. Ist der absolute Hammer. Wir fliegen jetzt im Prinzip da hinten zu diesem Gruselwald, ne? Wenn ich das richtig sehe. Halten uns aber ein ganz kleines bisschen hier an den Wasserstellen auf. Wegen Spinos, ne? Ja, die Stellen, die wir noch nicht kennen, das ist dieses Gruselige da hinten. Diese knorzlichen Bäume. Wir haben sie mal von der Floßfahrt aus gesehen, ne? So in die Richtung bewegen wir uns jetzt ein bisschen. Ich hoffe natürlich, das Wetter spielt mit. Ansonsten müssen wir recht zügig versuchen, einen der Teleporter zu kriegen. Was in dem Fall der südliche wäre. Wenn wir alle stehen irgendwann in allen Himmelsrichtungen und auch zwischen den Haupthimmelsrichtungen, dann kommen wir auf jeden Fall überall schnell wieder hin. Ne? Lassen wir mal darüber fliegen. Hier unten finden wir unseren Spinner, ich spür's. Da ist eine Wüste. Da müssen wir echt gucken. Der war 200, glaube ich, vom Level. Dieser Tropical Wyvern, den wir da gesehen haben damals. Ich habe es nur nicht geschnallt, als ich es aufgenommen habe. Mir ist es beim Schneiden dann mal irgendwann bewusst geworden. So würde ich sagen. Und jetzt halten wir uns da unten schön dicht am Fluss bis vor. So machen wir das jetzt. Auf der Suche nach einem Spino, den wir dann, weil mit Level 71 kann ich den Sattel bauen. Das sind wir jetzt auch bald, spätestens wenn ich die letzten Foundations gebastelt habe für unser Türmchen. Dann kriegen wir das. Hier ist bestimmt genau der zwischendrin, den wir suchen. Jetzt ist übrigens auch bei mir durch die Vorproduktion jetzt erst das Summer Bash raus aus den Folgen. Könnte man uns überlegen, ob ich dieses Schwarz-Weiß-Event reinhole, auf das ich so scharf bin. Weil Halloween ist noch saumäßig weit weg. So, hier machen wir ganz kurz langsam, dass ich was sehe. Morella-Tops. Ist eher ruhig gerade die Ecke hier, gell? Wäre aber doch ein wunderschöner Platz für ein Spinner zum Wohnen. Ne? Oh ja, landen wir auf dem Felsen hier. Da ist er tatsächlich. Guck dir das an. Manchmal kommt halt drauf an, welches Level der hat. Nee, oder? Scheiße, jetzt muss ich überlegen. Jetzt muss ich überlegen. Das ist jetzt aber absolut geil, oder? Das war das Gespür. Manchmal habe ich so ein Gefühl, habt ihr das auch, wenn ihr dann am Zocken seid, dass er denkt, jetzt gucke ich mal da, ich weiß auch nicht. Wenn das jetzt unser Spino wäre, wie weit sind wir denn weg von allem? Ich müsste kurz da runter. Wir sind gar nicht weit weg, Leute. Sorry für den kleinen Schnitt. Ich muss tatsächlich gerade nachgucken, wie ich eine Marke auf der Karte setze. Ich dachte, das geht mit P. Bei mir funktioniert es nicht. Karte rausgeholt, P. Karte groß gemacht, P. Man darf wohl nicht auf dem Vogel sitzen. Das habe ich noch nie gewusst. Jetzt habe ich es zumindest mal geschnallt. Also, wir können jetzt hier eine Markierung setzen. Bei ungefähr 65, 53 würde ich sagen. 65, 53 in etwa. Und da schreiben wir hier Spino rein. Damit ich so ganz grob wieder weiß, wo der ist. Aber wir werden da gar nicht lange uns aufhalten. Naja, gut, so in etwa werde ich es wissen. War das andersrum dann? Den brauchen wir, Leute. Jetzt pass auf, ich habe mir mal Gedanken gemacht gerade. Wir fliegen jetzt zum 50er Punkt. Da ist unser Teleporter Wüste. Dann porte ich mich nach oben. Nach Osten. Ne, nach Westen zu unserem Tropical Teleporter. Von da aus fliege ich den Käfig holen. Dann holen wir uns den Spinner jetzt. Heute oder morgen. Ich muss allerdings Raw Mutton nochmal besorgen. Das sollte man hier ein ganz kleines bisschen die Augen aufhalten. Ja, den muss ich ja mitnehmen jetzt. Das ist ja ein Gefühlsspino sozusagen. Es sei denn, wir finden auf dem Weg jetzt nochmal einen 150er irgendwo. Ich habe gerade gedacht, das gibt's ja nicht. Ich habe doch nichts verstellt. Wieso geht denn das mit P nicht mehr? Weil ich auf dem Viechkopf bin. Ne? Da unten ist ein Baryonyx. Den gucke ich jetzt erst gar nicht an mit dem Level. Ich habe. Doch, wir gucken. Der ist bestimmt auch ein total hoher. Pass auf. 55, okay. Da ist ein Krokodil, da sind noch mehr Krokodile. Buffalos hätte ich jetzt fast gesagt. Unsere Fröschle. Ja, dann fliegen wir jetzt kurz rüber, porten uns den Teleporter West an. Und dann holen wir uns den. Wie viel Level bin ich denn noch weg vom Spinolle? 4. Ja, wenn ich die Foundations jetzt besorge, die ich noch besorgen muss, haben wir es, Leute. Dann haben wir ein starkes Land hier, dann kann ich Leder farmen. Dann können wir Chitin farmen hier bei den Mantis. Da können wir richtig was angehen, ne? Ja, den holen wir. Egal, lass mal alles andere liegen. Ich hole die Box. Das Einzige, was ich probieren könnte, ist, dass wir den einen, dass wir da unten uns nochmal ein paar Schuppen holen.
Weil hier in der Wüste wäre nämlich passiv zu 10 der 200er. Boah, ich fand, das wäre auch schon eine Geschichte, gell? Ich habe schon damit gerechnet, dass wir einen finden heute, einen Spino, den ich mir hole. Aber dass es so schnell geht, hatte ich nicht. Jetzt haben wir nämlich immer noch die Fläche hier komplett offen. Wir haben nur mal ganz kurz am Rand vorbeigeschnuppert. So, hier muss ich kurz zwischenlanden. Dann mache ich einen Schnitt zum Teleporter, dass wir die Verladung heute noch reinkriegen, oder? Nee, machen wir morgen. Machen wir uns keinen Stress. Machen wir uns keinen Stress. Was ist denn das? Eine Muschel mit einem Stein drauf. Hier hinten war der irgendwo. Am Rand, wo ich die Kaktuszeugs-Sachen gefahren habe, gell? Ja, den müssen wir holen jetzt. Wenn ich den stehen lasse, das kann ich nicht übers Herz bringen. Zumal ich ja gerade einen Fleischfresser brauche, einen starken, ne? So, ich glaube da vorne, das ist unser Aufbau. Ich muss hier. Der da vorne ist es. Komm, da fliegen wir jetzt noch gemütlich, schnalzen wir noch hin. Wie viel Grad haben wir denn eigentlich? Gerade 26. Jetzt kann es auch heiß werden, jetzt sind wir in der Nähe von Teleportern. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht nochmal einen mobilen baue, gerade für die Momente, wenn es extrem heiß wird, dass ich den dann geschwind aufstelle und mich heimporte in die Hütte, wenn ich nichts dabei habe. Ne? Das ist mal die auch ein schönes Bild. Das hat jetzt alles durcheinander gebracht. Das ist komisch, weil ich war ja eigentlich der Meinung, das war ja eigentlich das Ziel, dass wir einen finden, aber ich bin halt noch im Turmbau jetzt drin. Ne? Ja, ist egal, das passt schon. Da oben kommt's. Da müssen wir auch irgendwann weiterbauen, ist klar. Ne? Der 85er, den wir die Schuppen, Kristallschuppen geholt haben, der wird sie nicht schon wieder nachspawnen, oder? Da hinten am Felsrand, da müssen wir dann gucken, wo der Große ist. Jetzt porten wir uns mal kurz rüber. Dann sind wir schon mal wenigstens halbwegs da, wenn wir morgen einsteigen. Teleport, ja. Teleport, West. Ich überlege gerade. Den Alpha, den können wir ja noch nicht. Den werden wir nicht schnappen. So, meine Lieben, und von hier aus kennen wir ja ungefähr den Weg. Dann schnappe ich den Käfig. Dann schnappe ich den Käfig. Ich baue uns daheim noch einen Teleporter, meine Lieben. Da hole ich euch morgen hier ab. Dann bauen wir gemeinsam die Kiste ab. Und dann schauen wir, dass wir den Spinner morgen reinholen. Ein bisschen Raw Matten haben wir, glaube ich, auch noch daheim. Dann würde ich mich jetzt nochmal kurz heimporten. Baue den Teleporter. Und, morgen machen wir das. Jetzt habe ich wieder einen Plan. Ich freue mich auf euch. So, meine Lieben. Können wir kurz die Heimat sehen? Ah, vor allem bin ich jetzt auch rüber, weil ich jetzt die Wi-Fi-Teile hier wieder reinschmeiße. Guck mal, da heben sie mir 4 Stunden. Wir werden erst den Spinner holen und dann kümmern wir uns um den zweiten. So machen wir das. Sorry, dass ich gerade ein ganz kleines bisschen neben mir stand. Ich habe nicht damit gerechnet, obwohl ich es mir gewünscht habe. So, bis morgen.